Das ist das nächste Mal. Hallo. Jetzt weiter geht's. Mach's für euch nur zusammen, wenn ihr die Videos nacheinander guckt und nicht gleich an den Tagen versetzt. Ich muss uploaden, uploaden, uploaden. Ganz viel, ganz viel, ganz viel, ganz viel. Oh, 4 Folgen muss ich noch machen. Ich hole mal den Upload-Begrenzer raus. Ich muss die Wildnis schützen. Malfurion. Den Sieg bringen. Hoffen wir mal auf eine 2- oder 3er-Karte. Ja, schade, der bringt nicht viel gegen ihn. Ah, ein Krokodil wäre so geil. Anregen Yeti. So, da jetzt nächste Runde 3 Mana hat, ist es den auszuspielen kein Problem. Und ich kann nächste Runde Yeti rauscallen, während er die Hero Power benutzen muss, um ihn zu töten. Oder ihn nicht tötet und mir damit die Möglichkeit gibt, ihn zu buffen, um was immer er spielt, zu töten. Ich ziehe nicht mal eine Karte dadurch, weil er gibt mir eine Karte wieder. Ein Jedi. Mach ich die Eule wieder. Entschuldigt bitte. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Sorry, das war ein Top-Deck. Richtiges Top-Deck, aber ich hatte Swipe. Aber wieder ein meiner ineffizientes Swipe. Das ist gut für mich. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das soll eine Waffe sein. Die wir angreifen sollen. Vorwärts. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Ah, war eine gute Taktik von ihm. Ich werde das den 5-5er den 2-3 schickt. Ich dann den 2-7er buffen kann, um den 5-5er zu töten. Weil er kein Krodo hat. War nicht getopdeckt. Meine Augen sind offen. Ich muss das Land bewachen. Na gut. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Meine Augen sind offen. Wohin jetzt habe ich 2 Runden, wo ich noch nichts gegen einen Baum habe. Oder gegen den. Oder gegen das. Nee, okay, jetzt Game Over. Oh, eine Runde zu spät. Vorwärts. Oh, bin natürlich so, wer, wenn man keine AOE, keine Kontrollkarten hat. Oh, ich brauche die auch in Nei. Meine Augen sind offen. Krass. Was soll ich dagegen machen?
War alles, was ich machen konnte in dem Moment. Und mir jetzt den Oger schnappen nächste Runde. Gegen euch erheben. Dann kommt der Baum. Aber das ist meine einzige krasse Karte. Ich hätte halt gerne die gegen den hier eingesetzt gehabt. Oh, nochmal buffen. Oh Gott, jetzt brauche ich dich dringend. Auch in Ei. Komm, auch in Ei, auch in Ei, auch in Ei, auch in Ei. Lasst mich eure Meinung ändern. Ich zerstöre. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Wollt ihr den Beefy Minion als den Card Run im Moment? Das tut mir leid. Hat die Charge-Kammer gezogen? Na gut, GG. Oh, Swipe. Er hat Swipe gezogen. Naja, gegen die Taktik habe ich eben keine Chance mit dem Deck von ihm. Weil wie gesagt, wir haben nur einen einzigen Weg AOE zu machen, das sind zwei Karten. Die mein Board gleich mittreffen. Das ist extrem schwer umzusetzen. Dass das funktioniert, ist so gut wie unmöglich normalerweise. Jetzt haben wir einen Druiden. Sorry, dass ich gerade nichts gesagt habe, ich muss ja noch was anderes drücken. Man kommt ja nur gegen Druiden raus. Ah, sie zu haben ist ja schon mal eine gute Sache, aber umsetzbar ist natürlich trotzdem nichts. Leider. Trinkt mit mir. Kann ich Bedarf würfeln? Ist eine sehr ungünstige Situation für mich, weil er halt die Hero Power hat. Hätte ich das gewusst, dass ich das Oasenschnack nicht verziehe, hätte ich glaube ich in dem Moment nur den 2-1 ausgespielt, die Hero können um die 3 Schaden gefressen, dann das Krokodil ausgespielt, die Schildkröte ausgespielt. Okay. Meine Augen sind offen. Möllock. Warum auch immer. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. I am Murdoch.
Puh, wenn er MDW draufpackt, habe ich ein großes Problem, weil da hat er nämlich den Trailer trotzdem. Wieso denn? Habe ich dann 7 Einer stehen und ich habe keine einen Schadensfähigkeit. Was tun? Wo soll ich zuschlagen? Ah, hätte es erst machen müssen. Weil die eh nichts gebracht hätte, immer noch genug dem gehabt. Gut, da ist, kann man hier Opa auch nicht beide töten. Kann man Swipe ins Gesicht geben und Klonk Klonk machen. Klar. Man kann hier swipen und Klonk machen. Damit muss ich rechnen. Naja, begrüßt die Leere und das war's. Jetzt kann die Schlange ihn schon töten. Blöde Schlange. Ich kann das Mana schmecken. Ich glaube, mein 3-8er Krokodil wird da schon einiges reißen. Vor allem, weil ich eigentlich noch auf einen 4-9er Krokodil hochbuffen kann oder einen 5-10er. Krokodil, Schildkröte. Schildudil. Okay, ich muss jetzt 2 Runden durchhalten, wo ich nicht gegen die Bäume machen kann. Also, wenn eine Runde, weil ich kann eine Runde einfrieren. Ich frage, was zuerst kommt. Erst der Buff oder erst der AOE? Was ist für seine letzte Karte? Ich frage mich, ob. Wird auf jeden Fall ein Spell sein. Das reicht ja auch gerade aus. Was kommt zuerst? Ja. Ist jemand verletzt? Vorwärts. Meins. 6 Schaden mit einer Karte ist möglich, sind könnten die Bäume sein. Sternfeuer, Bäume könnten mich jetzt töten. Alles andere nicht. Oha. Welch ein Rausch. Genau. Jetzt kann ich noch einen Swipe töten, klar. Sternfeuer immer noch. Aber keine Klau und kein Biss. Auf eure Rechnung.
Okay. Ich habe 10. 17. Guck mal. Ich habe 6. 4. Mach 10. 12. 17. 19. Und das gibt plus 2 auf die hier, oder? Ja. Hätte mal mein Bot geswiped. Puh. Das war ein knappes Ding. Haben wir die 7 schon mal erreicht, das heißt, ich kriege mal nicht mehr mit Gold wieder. Das ist gut, das freut mich. Und das mit einem Deck, das eigentlich nicht mal 3 Siege hätte kriegen dürfen, weil absolut keine guten Priesterkarten. Na, oh, schade, mit Korn wäre das geil. Einen hebe ich auf, weil man weiß ja nie, was ich sonst so vermisst hier. Ja, leider nicht kombinierbar, Feenrache und Macht von Shield. Ormelcoin Runde 2, Runde 3, Runde 4, Runde 5. Boah. Coin. Feenrache. Mal gucken, aber die Aktie habe ich ein Problem. Sonst nicht. Hat ein Lightning Bolt bestimmt, aber das wurde den ganzen Zug kosten. Das sieht doch gar nicht gut aus. Gib mir den Bogenlichtstromschlüssel. Vorwärts. Kann ich Bedarf würfeln? Feuerelementar kommt nächste Runde, da muss ich drauf aufpassen. Was tun? Was tun? Ein Frog? Mir ist kein Feuer in der nächste Runde. X6. Besser Dart auf meinen. Ein Schuss. Ein Schuss. Oh. Ich glaube, er hätte gehext, hätte das gehabt. Elementar bringt mir hat sie jetzt wenig gerade in dem Moment. Die Wahrheit ist mein Schild. Habe ich klein wenig Schaden? Nee, ne?
Das nehme ich mal an Bord. Ich glaube, ich sollte mit meinem Kontrolldeck rumspielen und also nichts mehr ausspielen, lieber die drei am Leben halten. Lasst mich eure Meinung ändern. Wobei, mein Kontrolldeck ist gar nicht so schlimm. Wenn mein Bot so stark ist. Da gibt es Stürme. Frage ist, möchte ich noch viele Karten ziehen? Ich habe nur 12 im Deck. Ist jemand verletzt? Für den Lichtkönig! Zeit, die Zeche zu zahlen. Ich habe ein sehr beefiges Board, das ist halt der gute, gut in der Sache. Für Kel'Thuzad. War ich jetzt schon 3 Runden? Einen Moment, ich muss kurz die Aufnahme davor gucken, wie viele Runden wir gemacht haben. Einen kleinen Moment. Wo ist denn die Aufnahme? Ja. Hallo, willkommen wieder bei Hearthstone. Ja, ja. 6-1 haben wir aufgehört, jetzt stehen wir 8-2. Ja, dann waren es 3 Runden. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, oder? 7-1, 7-2. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.